Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Drakensang mit mir, dem Captain. Ja, und das letzte Mal waren wir unterwegs. Nee, zurück hier in Talon. Denn wir haben die Oger- und Goblin-Bande besiegt gehabt. Und irgendwie hieß es, man würde hier in Talon noch Geld bekommen. Bekommen habe ich aber nicht bekommen. Und so werde ich mich jetzt auf die Suche nach Gerling machen. Also unserem Chefdiplomaten quasi. Das Problem an der ganzen Sache ist, oder nee, nicht das Problem. Nebenbei habe ich noch gedacht, hey, vielleicht wäre es ja auch noch sinnvoll. Da hinten ist die Schamanin. Vielleicht wäre es ja auch sinnvoll. Sich diesen neuen Elfencharakter mal anzugucken. Aber, naja, also den brauchen wir, glaube ich, uns nicht näher anschauen. Ich habe mir den dann angeguckt, mal offline. Und muss einfach sagen, ja, man könnte den jetzt nehmen. Der hat noch Magie. Und der ist mit Stäben gut. Und könnte noch wenigstens dann einen Nahkampfstich machen. Was Rulana halt nicht machen kann. Rulana kann halt nur eine Fernkampfwunde schlagen. Aber naja, gut, ist vielleicht doch nicht so das Richtige. So. Ja, und die Geschichte ist sowieso die gleiche, die er schon erzählt hat mit seinem Dorf, was quasi das Dorf, was quasi, wie soll ich sagen? Genau, du kannst mal so machen. Alle mal hergehört. Was quasi niedergemetzelt worden ist und er ist jetzt auf Rache aus quasi, Das bin ne? ich. So. So, Kriegsbolzen hast du. Ich nehme die Sache in die Hand. Ihr habt die Jagdpfeile. Genau, so. Und jetzt haben wir alle. Im Prinzip können wir bei allen Bogenschützen jetzt sagen, hey, Meisterschütze auf die Schamanen. Folgt mir. Scharfschütze auf die Schamanen. Alle mal hergehört. Und nochmal Scharfschütze auf die Schamanen. Und wir sehen halt hier. Gut, Ausdauer hast du auch gekauft, genau. Wir können gerade nochmal gucken, wie sieht so der Defensivstand von allen aus. Bis auf Ausweichen 3 hast du alles. Du auch. Du brauchst den Rest eh nicht. Und du hast immer noch Steigerungspunkte, ne? Ja, den Hammerschlag hast du noch nicht. Und dir fehlt. Okay, Rüstungsgewöhnung 2 brauchst du höchstwahrscheinlich nicht, aber irgendwann brauchst du vielleicht doch nochmal. Sollten wir mal sicherheitshalber irgendwann kaufen, wenn du Punkte hast. Ausweichen 3 fehlt dir noch. Also. 700, nee, doch 750 Punkte, die hier auf jeden Fall noch investiert werden und bei den anderen 450. Und beim Zwerg sind es noch eine Ich ganze versuche mein Menge, Bestes. die in Nahkampf gehen, beziehungsweise nein, eigentlich auch nur die 200 hier bei dem Hammerschlag, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was du wirklich noch brauchst. Und dafür fehlt dir gar nichts, ne? Hast du alles. Gut. Aber der Zwerg. Gut. Den Rest haben wir gemacht. So. Das heißt, im Prinzip kannst du sogar hingehen und die Schamanin sogar umboxen. Und da wurde schon geschossen. Na klar. Zwei Stück. Okay. Fünf, alles klar, sehr gut. Jetzt, Ja. allesamt hier auf den. Gut, Jetzt allesamt wird's auf hart. den. Komm schon. Allesamt auf den. Oh. Lass das mal vor Grimm machen.
Du solltest mal auf Schild und Keule wechseln. Alles klar. Und ihr schießt hier weiter. Wie gesagt, alle Mann auf den. Komm. Allesamt auf den. Allesamt auf den. Und noch den letzten. Oh, so eine Bogenschützenarmee ganz hinten, während die allesamt da vorne agieren, ist doch schon mal gut, ne? Und weg sind sie. Ideal. Keiner von denen ist in einen Nahkampf gekommen. Sehr schön. Du kommst zurück. Ja, hier kriegst ein bisschen Ich Heilung. mach das schon. Und du gehst hin und sammelst den Scheiß ein, was die da so haben. So, Hauptsache, die Truppe ist besiegt. Und noch die Schamanen. Ja, wunderbar. Und damit können sie jetzt alle wieder Amazone voraus. ihrem Alles klar. Alle wieder ihrem Schicksal frönen. Da unten ist das Schild. So. Okay. Da wir jetzt wieder was gekriegt haben, wollen wir verkaufen gehen noch. Das war jetzt nur quasi, um hier die Gegend noch ein bisschen zu bereinigen. Es gibt ein paar Erfahrungspunkte. Es gab ja auch einige. Ich meine, 4 Stück pro Gegner, das sind dann immerhin auch schon wieder fast ein ganzes Quest, was dieser Haufen gegeben hat, ne? Muss man einfach sagen, ne? So. So, 2. Ja, sieht man nicht mehr so genau, es ist. Man kann hier, glaube ich, die Questfortschritt, sonstiges, Kampf, Systemnachricht, Dialoge, keine Ahnung. Man kann das hier jedenfalls so ein bisschen umstellen, aber es ist eigentlich unwichtig. So. Wir gucken jetzt, was wir von diesem Scheiß noch jemand noch mal verkaufen. Tretet nun näher, hier gibt's das beste. Ja, wir wissen, ihr habt das beste Handwerkszeug. Hä, du nicht? Ach Ich nehme die so, Sache in die Hand. du hast das, stimmt. Keule, Beil, Beil, das, die Nüsse weg, den Kurzbogen weg. Bärenzähne behalten wir. Feuermoos noch gehabt. Wunderbar. Alles klar. Gut. Wunderbar. Kurz abspeichern. Und wir haben einen neuen Ausgangsspielstand. Und damit gehen wir jetzt weiter. So. Klingensturm ist halt schön. Kostet 21. Dreifachen Schaden. Da fällt mir ein. Klingensturm. Klingensturm. Kann man das mit Zweihandschwertern machen? Nein, kann man nicht. Schade.
Schade, schade, schade. Weil, kann man es mit zwei Hiebwaffen machen? Schwertern kann man es machen. Mit Säbeln kann man es machen. Mit Fechtwaffen kann man es machen. Wie? Mit Fechtwaffen kann man es machen. Du hast es nicht. Gute Du hast Entscheidung. es. Du hast es auch. Okay, ja. Na gut. Ja gut, die Magierin, also unsere Magiedilettantin hier, muss man ja eher sagen, ist ja keine richtige Magierin. Sonst könnten wir die ganzen tollen Zaubersprüche, nämlich wie hier, hui, Feuerelementar oder sowas, was alle Leute ansteckt und hin und her läuft, hätten wir das nehmen können. Dafür wäre halt der richtige Magier wieder gut gewesen. Aber okay, gut. So. Freuen wir uns, dass wir das nicht brauchen. Freuen wir uns, dass hier die Goblins nicht nachkommen. Und dass wir hier ungestört weiterreisen können jetzt, ohne dass die ständig neu spawnen. Ah, so ist das schön. Immer weitergehen, immer schön aufwärts gehen. So. So, hier drüben war ja die Schlacht. Da drüben waren die Kisten und so weiter von den Goblins und den Ogern. Und jetzt begeben wir uns auf Neuland. So, und da wir jetzt hier wirklich im Neuen sind, nochmal kurz zwischenspeichern. Wobei, so ganz Neuland ist es ja auch nicht. Ich bin ja hier schon mal ein wenig lang gegangen. Da vorne ist ja ein verbrannter Wagen. So, da sieht man es ja, ne? Und da waren sogar Kräuter, die habe ich sogar mitgenommen schon. Ja. Also gucken wir mal an hier. Die haben sich recken da zum Himmel. Der eine hat sein Schild noch da. Tiere verbrannt. Also es spricht alles dafür, dass hier wirklich ein Drache lang gekommen ist. Oder ein Drache, das Monster ist, was alle angreift und der Bürgermeister will das einfach nicht wahrhaben. Ja, warum will der Bürgermeister das nicht wahrhaben? Ja, ganz klar. Weil wenn er das wahrhaben würde, dann wird das Apfelfest. Würde er wahrscheinlich Probleme kriegen mit dem Apfelfest. So. Wir gehen hier nochmal an diese Ecke hier. Weil solche Ecken sind oftmals Platz für irgendwelche Kisten oder irgendwas. Aber in diesem Fall nicht. Wir können halt rüberschauen. Da hinten, das sieht verbrannt aus. Da hinten ist die Brücke. Okay, wieder zurück. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Na, warum gehst du denn hier nicht ordentlich weiter? So. Und ab über die nächste Brücke. Halt, was stand denn da? 819 Äpfel. Alles klar. Oh, da liegt einer. Ja, erstmal beklauen wir dich und dann helfen wir dir. So. Bitte helft mir! Was ist dir zugestoßen? Die Bestie, sie hat den ganzen Rattelshof verwüstet. Alle mussten fliehen. Ich bin den Abhang hinuntergestürzt und ich glaube, meine Beine sind gebrochen.
Lass mal sehen. Gebrochen sind sie nicht. Schlimmstenfalls verstaucht. Halte still und beiß die Zähne zusammen. Ich werde dich verarzten. Es geht mir schon besser. Ich denke, ich kann das kurze Stück zum Rasselshof schon wieder laufen. Ich bin euch zu großen Dank verpflichtet. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe benötigt. Ihr findet mich auf dem Rasselshof. Oder was davon noch übrig ist. Vielleicht ist dort noch jemand, der meine Hilfe braucht. Sieht so aus, als würde man am Hof auch Hilfe gebrauchen können. Und klar, das ist Stufe 12. Ihr solltet euch bei Bauer Ebergrütz sprechen. Ihr solltet mit Bauer Ebergrütz sprechen, wenn er noch lebt. Ihm hat der Hof gehört. Aber wie ich ihn kenne, wird es ihm zunächst um seine Leute gehen, nicht um seinen Besitz. Mich habt ihr ja schon mal vor dem sicheren Tod bewahrt. Da wird ihm sicher ein Stein vom Herzen fallen. Aber es gibt sicher noch andere Verwundete in der Nähe des Hofes. Ebergrütz, sagst du? Ich werde mal mit ihm sprechen. So. Was haben wir hier für nette? Da haben wir ein Bämmertblatt, da haben wir eine Gulmontblatt. Und da hinten haben wir Wölfe. Schnappen wir uns jetzt erstmal das Folgt Kraut. mir. Alle Nein. mal hergehört. Du stehst im Weg. Unterwegs, Amazone voraus. So. Da drüben sind noch mehr Bälmerblätter. Und da hinten ist auch der Rattelshof. Jawohl. Also. Da sind Wölfe. Und hier ist eine Katze. Wo ist die denn? Oben auf dem Baum? So, das Kraut da hinten nehmen wir auch noch mit. Da haben sie Boote. Mal ein bisschen gucken hier. Hier ist der Fluss und der heißt Landwehr. Gut. Und der Dorfbewohner ist zurück. Balrondra, was ist hier passiert? Keine Spuren, nur dieser erbärmliche Gestank. Ja. Alles verbrannt. Alles verbrannt. Kann ich dich nochmal bestehlen? Nee. Der Rattelshof. Sprich mit Bauer Ebergrütz. Nochmals, vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. So hilflos am Boden liegend, hätten mich bestimmt diese feigen Goblins geholt. Keine Ursache. Auf bald. So, hier haben wir Hühnchen. Hier haben wir ein Fass. So. Ja, das Pferdocker ist für dich. Und das ist höchstwahrscheinlich der Bauer. Der steht hier. Wir werden ihn gleich nochmal beklauen. Und dann reden wir mit ihm. Es ist eine Tragödie, sag ich euch. Seht euch bloß einmal diese Zerstörung an. Ja, seid ihr Bauer Ebergrütz? Ich habe gerade einen eurer Knechte geholt. Wirklich? Geht es ihm gut? Er hat sich das Bein verletzt und konnte nicht aufstehen, aber ich konnte ihm helfen. Das war überhaupt gütig von euch, Fremde. Hier, nehmt das als Zeichen meines Dankes. Beruhigt euch erst einmal und erzählt in aller Ruhe, was geschehen ist. Eine schreckliche Bestie, ein großer stinkender Wurm tauchte plötzlich aus dem Wald auf und hat hier gewütet. Er hat Menschen und Schweine gerissen, den Hof verwüstet. Und dann brach auch noch plötzlich ein Feuer aus. Und dann verschwand er ebenso schnell, wie er aufgetaucht war. Habt ihr keine Angst, die Bestie könnte zurückkommen?
Natürlich schon. Sie ist hier auf keine Gegenwehr gestoßen. Wenn sie wieder hungrig ist, wird sie sicher wiederkommen. Sieht so aus, als würdet ihr in echten Schwierigkeiten stecken. Das kann man wohl sagen. Alles ist dahin. Der Hof zerstört. Meine Bauern verschwunden und jederzeit kann dieses Untier wieder angreifen. Wollt ihr mir nicht helfen? Mit eurer Hilfe könnten wir den Rattelzoo vielleicht vor dem Untergang retten. Was gibt es denn alles zu tun? Bei dem Angriff sind viele meiner Bauern geflohen und bis jetzt nicht zurückgekehrt. Der Wald ist nicht sicher und ich befürchte, sie könnten von Wölfen angefallen worden sein. Oder vielleicht sind sie streunenden Goblins in die Hände gefallen. Sucht im Wald bitte nach Spuren meiner Leute und rettet sie. Und dann ist da noch die Bestie. Jemand muss sie finden und zur Strecke bringen. Denn sonst sind wir hier unseres Lebens nicht mehr sicher. Nie mehr sicher. Ich weiß, ich verlange viel von euch. Aber würdet ihr das für mich tun? Seid unbesorgt, ich werde euch helfen. Wirklich, ihr seid wahrhaft edelmütig. Dann hört zu. Ein anderer großer Held hält sie auch hier auf in der Nähe. Der Ritter Parzalan von Streitzig. Er war während des Angriffs nicht hier. Er wollte allein im Wald trainieren, sagte er brauche die Abgeschiedenheit dazu. Sucht ihn westlich von hier, vielleicht hat er die Bestie gesehen oder kann euch im Kampf zur Seite stehen. Meine Leute sind in Richtung Osten geflohen. Sicherlich haben sie Schutz in der kleinen Schlucht im Südosten gesucht. Am besten beginnt ihr dort mit der Suche. Wartet, ich zeichne euch die Schlucht auf der Karte ein. Ich werde daran denken. Lebt wohl, ich kehre zurück, sobald ich etwas zu berichten habe. Ah nee, ich mache mich gleich auf den Weg vor und möchte noch etwas wissen. Ist bei euch zufällig ein Pferdacker-Diplomat mit dem Namen Gerling vorbeigekommen? Ja, der war hier. Allerdings hatte er sich nur kurz hier aufgehalten und seinen Proviant aufgefrischt. Er wollte zum Heiligtum Prenz sein. Ich möchte noch etwas wissen. Was könnt ihr mir über den Prenzhain erzählen? Prenzhain ist ein weithin bekannter Pilgerort in dieser Gegend. Er ist der barmherzigen Pirene geweiht. Eigentlich wäre jetzt Hochsaison für die Pilgerfahrten, aber durch die schrecklichen Dinge, die in letzter Zeit hier geschehen, wird das dieses Jahr wohl nichts mehr. Okay, gut. Habt ihr hier draußen öfter mit Übergriffen durch Oger, Goblins oder anderen Kreaturen zu tun? Komischerweise sind wir bisher nicht so stark von Überfällen betroffen gewesen. Das wurde aber durch die Verwüstung der Bestie nun wieder wettgemacht. Leider. Gibt es irgendwas über diese Gegend, was ich wissen sollte? Eigentlich nur, dass es hier nicht mehr sicher ist. Das Umland hier wird von Ogern, Goblins heimgesucht. Es gibt kaum noch einen Ort im Tal, den sie nicht schon mal überfallen hätten. Allein Talon selbst konnte sich bislang gegen sie wehren. Gut, alles Liebe. Und wir schauen uns hier ein klein wenig noch um. Denn es gibt hier so ein paar Fässchen zu stehlen. Naja, zu stehlen, falscher Ausdruck. Aber ein paar Fässchen zu kaputt zu machen, sagen wir es mal so. Und erstaunlicherweise hat er hier einen Amboss und eine Werkbank. Damit man hier hinten offensichtlich sich ein bisschen was herstellen kann. Jawohl. Ferdocker und Gullmond. Ferdocker. Ferdocker. Und noch das. Und da ist eine Truhe, Mensch. Die Truhe habe ich vollkommen übersehen. Ich bin heute echt blind. Oh, na klasse. Na klasse. So, die Seifen packen wir mal dahin. Das Pferdocker kommt dahin, die Rattenschwänze kommen dahin, genau wie das und das. Das Quellwasser auch. Das Wutelixier kann dahin. Ein Schwert, na klar. Ich versuche mein Bestes. Gut, du kannst dein Zweihandschwert wieder nutzen. Und was sagt er mir jetzt? Die verschwundenen Bauern und Parzolan. So. Also.
Sonst noch was hier? Eine Tür, die nicht aufgeht. Alles verbrannt. Jetzt gucken wir mal. So. Also, es sind ja Wölfe hier in der Nähe, hieß es. Und da hinten weiß ich ja schon, dass da hinten Wölfe sind. Weiter im Norden. Ach man, warum können wir denn da jetzt nicht lang? Na gut, aber zufälligerweise haben wir hier noch drei Fässer gefunden. Das heißt, ich muss hier hinten doch raus. Okay. Okay, gut. Naja gut, dann sind wir jetzt wenigstens runter. Da sind noch ein paar Schweinchen. Aufgepasst. Gut. Ja, diese Schweinchen sind hier und sind natürlich... Oh, das ist sind eine ganze Menge Wölfe. Das sind echt eine ganze Menge Wölfe. Alle mal hergehört. Aber die haben Einbären. Und da kommen sie jetzt alle. Und wir hauen jetzt einen nach dem anderen weg, hoffentlich. Einer zu wenig. So, jetzt sind es gar nicht mehr so viele. Zack. Und das war's schon. Aber wir haben keinerlei... Wir haben keinerlei Erfahrungspunkte damit bekommen. Weil diese Wölfe einfach zu billig sind für uns inzwischen. Macht aber nichts. Wir kriegen Felle. Und Wolfsdinger, ich weiß zwar nicht, wofür ich das alles brauche. Die Sehnen brauche ich jedenfalls für verschiedene Sachen. In Ordnung. Sammeln wir hier einfach was und wir nehmen natürlich die Karte auseinander und töten alles, was wir hier haben. Könnte ja mal sein, dass wir plötzlich den über den Weg laufen würden. Müssten und dann, wenn sie hier liegen als Frischfutter, ist natürlich auch gut. Kann den Drachen besänftigen. Ja? So ein paar tote Wölfe, die hier liegen. Alle mal hergehört. Jawohl. Du nimmst noch hier die Belmarktblätter mit. Schon geschehen. Ja, inzwischen kann ich die sogar optisch gut erkennen, ne? Schon geschehen.
Ein Fehlschlag. Gut, mehr gibt's da nicht. Hier drüben gibt es noch Einbären, ne? Einbären, drei Stück. Ja, und da ist der Brennzain. Alles klar. Das heißt, so rum geht es. Alles klar. Ich helfe. Warum muss das ein Fehlschlag für dich werden jetzt, ne? Warum muss das für dich ein Fehlschlag werden? So, und wir suchen uns den Weg hier. Gucken uns die Karte nochmal an. Und sagen hier da drüben. Oh ja, da kämpft er. Ja, nicht so. Ich sehe ihn schon, wir helfen ihm. Stopp. Hilf dem großen Helden. Alles klar. Und Vorgrimm ist Stufe 12. In Ordnung. Jetzt nehmen wir die noch weg. Gucken. Hier fehlen noch 70 Punkte. Lass das mal Vorgrimm machen. Das bin ich. Okay. Alle sind sie wieder vor mir dort, ne? Dann finde die Schlucht. Na gut. Wir wollen erstmal Parzolan ein bisschen bestehlen. Hat eine Dukate dabei und Zinnfiguren und Würfel. Puh, das war knapp. Oh, ihr seid es. Was treibt euch denn in diese entlegene Gegend? Ich helfe dem Rattelshof nach dem Angriff der Bestie, sage ich ihm. Oh, eine noble Geste von euch, aber ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Ich, Parzolan von Streitzig. Bin hier, um diesen armen Menschen zu helfen. Ich werde die Bestie stellen und im ehrenhaften Kampf zur Strecke bringen, so wie ich euch gerade aus diesen Fängen dieser Wölfe gerettet habe. Habe eigentlich nicht ich gerade euch gerettet? Nein, nicht wirklich. Ihr müsst mir nicht danken, aber ich muss zugeben, dass auch ich euch tapfer geschlagen, dass auch ihr euch tapfer geschlagen habt. Deshalb mache ich euch hier ab und jetzt zu historisch trächtigen Angebot. Ihr dürft mich begleiten, wenn ich die Bestie, die den Rattelshof zerstört hat, bezwinge. Die Bestie? Ihr wollt wahrhaftig das Versteck der Bestie gefunden haben? Natürlich, das ist das sehr gefährlich. Aber wenn ihr euch immer schön hinter mir bleibt, kann euch nichts passieren. Parzolan wird euch schützen. Ach, was soll's. Ihr hört mir ja doch nicht zu. Führt mich zu dem Ort, an dem ihr die Bestie wähnt. Das ist die richtige Einstellung. Dann folgt mir, mein Knappe. Gemeinsam werden wir die Bestie in ihrer Behausung stellen. Also gut, Parzolan, geht voran. Moment, warum läufst du denn jetzt gleich los, Junge? Wir müssen doch noch die... Oh. Haben wir da eine Schamanin? Berserker, Berserker, Berserker. Aufgepasst. Ja!
gute Entscheidung. Wollen wir dem doch gleich mal, dem Berserker doch gleich mal eine Botschaft schicken. Lass das mal Vorgrim machen. Alles klar, der erste weg. Für Ardo. Jawohl, weg sind sie. Und jetzt können wir alle in Nahkampf einsteigen. So wird ein Schuh draus. Zack. Und zack. Zack, zack. Wo ist die Armbrust hin? Da unten. Amazone voraus. Säbel. Jawohl, auf geht's. Meint ihr? Du kümmerst dich um einen hier hinten. Goblin, Goblin, Goblin. Du kümmerst dich um den. Ich mach das schon. Und Hilfe. Meine ihr kümmert euch klar. Um jetzt wird's ernst. Den hier. Ups, da hinten schießt einer. Aufgepasst! Und danach den. Gott, die sind weg. Du greifst den an. Ich nehme die Sache in die Hand. Koch, komm! Parzellan ist weggelaufen. Folge Parzellan zur Höhle, okay. Jawohl, der liegt. Gleich mal einen Wuchtschlag hinterher. Jawohl, weg ist er. Der nächste weggehauen. Jawohl, sehr gut. Und so ein netter kleiner Zwerg kommt zurück. Und haut sie um. Jawohl. Gute Entscheidung. Also, der läuft natürlich echt toll weg, ne? Also der Parzowald kann natürlich echt genial weglaufen. So. Ich mach das schon. Also, vielleicht lassen wir dich nochmal in Ruhe da stehen und wir kümmern uns gerade erst nochmal um die, vielleicht lassen wir dich wirklich nochmal stehen und wir kümmern uns gerade nochmal um die Bauern, ne? Die halt irgendwo hier in den Wald gelaufen sind. Moment. Komm,
Wir schließen den einen Teil jetzt ab. Jetzt haben wir das schon angefangen, jetzt schließen wir den einen Teil ab. So. Ha, diesen Goblins haben wir es aber gezeigt. Was meint ihr? Ich würde euch ja gern beipflichten, aber ich hatte das Gefühl, als dass ihr während des Kampfes gar nicht dabei wart. Nicht dabei? Kennte ich euch nicht besser, könnte man meinen, ihr wolltet mich der Fähigkeit bezichtigen. Natürlich konntet ihr mein waghalsiges Ablenkungsmanöver nicht sehen, welches euch das Leben rettete. Die Rotpelze dachten, ich würde fliehen und sind euch in ihrer Verwirrung direkt in die Waffen gelaufen. So hattet ihr leichtes Spiel, während ich mein Leben riskieren musste, indem ich diesen Monstern den Rücken zukehrte. Wenn ihr meint, könnt ihr mich jetzt bitte zur Höhle führen, Parzellan. Alle mal hergehört. Gut, also auf zur Höhle. So, komm. Ich hoffe, jetzt kommt nicht nochmal wieder Goblins oder so. Zum Fex. Seht nur, der Eingang zur Höhle der Bestie wurde verschüttet. Das Biest muss mit seinem Schweif eine Lawine ausgelöst haben, als es sich in seiner Panik vor mir verkrochen hat. Ich fürchte, ohne einige helfende Hände ist hier kein Weiterkommen. Ach so, na gut. Ach was, zusammen können wir es schaffen, den Schutt hier zu beseitigen. Aber meine teuerste, Steine schleppen und Schutt wegschaffen ist keine Aufgabe für euch. Und eigentlich ist so etwas auch unter meiner Würde. Immerhin brauche ich meine Kräfte noch, um dieser, bietenhockerischen Bestie die Heldenstirn zu bieten. Aber verzagt nicht. Wie immer weiß Ritter Parzellan schon einen Weg. Die wackeren Bauersleute vom Rattelshof, sie können uns helfen, den Eingang freizulegen. Immerhin jagen wir die Bestie ja auch für sie. Ich bin sicher, sie brennt schon förmlich darauf, uns in die Schlacht gegen Geröll und Felsen zur Seite zu stehen. Geht stehenden Fußes zu Bauer Ebergrütz und erklärt ihm unsere Not. Na gut. Dieser Maulheld. Es ist immer wieder belustigend, den scheitern zu sehen. Wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. Rulana ist wirklich gut. Ja, und oh, diese Kämpfe haben einen angestrengt. Oh. Muss man einfach gerade sich ein wenig der wärmenden Pullover entledigen. Boah. Tja, also Maulheld hoch 3, Maulheld hoch 3, was haben wir hier an der Wand? Ein Bellenbadblatt. Und hier unten, das scheint die Schlucht zu sein, wo die... Hä, wo ist er denn jetzt? Ach, da unten ist es. Aha. Ach, die Schlucht ist unter uns, oder? Oder ist sie über uns? Ach, da sind Goblins. Ist das die Schlucht, wohin sich die Bauern geflüchtet haben? Wohl Hilfe machen wir nicht. Finde die Schlucht. Jep, das ist die Schlucht. Da reingehen, gucken wir gerade noch mal hier. Wir sind hier auf diesem Plateau. Ah, das ist der Bauernhof. Und geht es hier hinten? Ja, irgendwie muss es hier ja auch wieder hochgehen, ne? Ah, die sind also hier hinten wahrscheinlich rum. Oder? Nee, da geht's nicht weiter. Okay. Gut. Ja, dann gehst du mal vor jetzt.
So, hier sind jedenfalls Goblins. Hä? Bleiben stehen! Was du hier wollen? Schnell sprechen! Ah. Ich suche eine Gruppe Bauern. Ihre Spuren führen hierher. Du sein Freund von anderen Menschlingen? Dann kommen mit zu Cesha Sula. Cesha Sula? Cesha Sula, sein große Schamanin. Sie uns führen weg von Ogre. Sie ausdenken gute List und seien sehr weise. Sie schon wissen, dass jemand kommen, um zu reden über gefangene Menschlinge. Sie dir alles erklären. Also gut, bring mich zu deiner Schamanin. Du folg mir, ich dich bringe zu Schamanin. Wollt ihr mich hier etwa verarschen, Goblins? Als ihr die Ogre nicht mehr habt, ne? Fangt ihr an hier plötzlich Freund zu werden, oder wie? Grüße, ich, Trisha Sula, Schamanin vom Stamm, ich dich schon erwartet haben. Mailam Regdai, dein Kommen vorhergesagt. Wie? Wer ist denn Mailam Regdai? Grüße, Cesha Sula. Hat euch dieser Mailam Regdai auch gesagt, dass ich hier bin, um die Bauern zu befreien? Mailam Regdai, sei unsere Mutter, sein Göttin, sie mir in Vision erschien und hat mir gesagt, dass du kommen, um uns zu helfen. Wir zum Dank dann deine Freunde freilassen. Du willst mich also erpressen? Also gut, ich werde zuhören. Erzähl mir, worum es geht. Und lass dir ruhig Zeit. Ich will alles wissen. Vor ein paar Monaten wurde meine Sippe, wie viele andere auch, von diesem gefräßigen Ogre gefangen und versklavt. In seinem Dienst mussten wir plündern und Menschen angreifen und viele Goblins sind gestorben, um seine Gier zu befriedigen. Doch als wir hier in diesem Tal ankamen, hat es meine Sippe geschafft zu fliehen. Jetzt wollen wir in unsere Heimat zurückkehren, um uns vor dem Zorn der Menschen zu verbergen. Aber dafür brauchen wir eine Schweineherde. Ohne eine Herde werden wir den Winter nicht überleben und als Plünderer oder Söldner arbeiten müssen. Wir würden die alten Bräuche bald vergessen haben und als Sklaven für Menschen oder Schwarzpelze unser Dasein fristen. Das werde ich nicht zulassen. Meine Sippe ist meine heilige Verantwortung und ich werde dafür sorgen, dass sie überlebt. Geh zu den Bauern da unten und bring mir 5 seiner Schweine. Dann lasse ich die anderen Menschen frei. Ich werde mit meiner Sippe im Schutz der Nacht von hier verschwinden und nie wiederkommen. Was sagst du? Ihr seid vor dem Oger geflohen, den ich zur Strecke gebracht habe? Malam Regnai, gesegnet sein. O Vaikurim, deine Hand geführt haben müssen. Ogre haben versklavt viele Stämme und gebracht Hass von Menschling gegen uns. Dann musst du nur 3 Schweine vom Bauernhof bringen. Es zwar dann länger dauern bis Herde groß, aber das nicht schlimm. Kleine Belohnung für Tod von Ogre müssen sein. Könntest du nicht einfach als Belohnung die Bauern freilassen? Meine Dankbarkeit sehr groß, trotzdem denken müssen an Stamm. Wenn wollen, überleben, Winter, wir Schweine brauchen für Herde. 3 Schweine, ich dafür brauchen, sonst zu wenig. Gut, 3 Schweine, das wird Ebergrütz wohl verkraften können. Dann haben wir eine Abmachung. Okay, 3 Schweine. So viele sind's dann ja auch wieder nicht. Ich finde, wir sollten ihnen eine Lektion erteilen, die sie so schnell nicht vergessen. Verhandeln. Lächerlich.
Ja, ich weiß, ist für dich lächerlich, ne? Ich werde mir auf jeden Fall erstmal die Truhe hier anschauen. Lederstiefel, grüne Magierrobe ist ja nichts Besonderes, was da drin ist. Na, Moment. Ja, Geld ist Geld, komm. Geld ist Geld. Geld ist Geld. Und außerdem haben wir hier noch jede Menge Fässer. Jawohl. Wir brauchen das Geld. Wir haben wieder 125 Dukaten zu wenig. Sonst kriegen wir das eine Quest mit dem Boot nicht, ne? Heilsalbe. Bärenfalle. Noch eine Seife. Warum habt ihr eigentlich Seife? Leute, warum habt ihr Seife? Ich nehme die Sache in die Hand. Ich versuche mein Bestes. Das verstehe ich halt nicht. Warum habt ihr Seife? So. Ach so, da oben sind noch Bauern. Ich speichere mal ab. Wenn ich zu den Bauern jetzt gehe und mit denen rede, was passiert dann? Also erstmal kann ich sie bestehlen. Hey, da hat einer einen Silberring. Das ist sehr gut. Ansonsten habt ihr nicht wirklich viel, Leute, ne? Ihr könntet euch ruhig mal ein bisschen mehr Mühe geben hier. Oh, du hast einen Goldring. Alles klar. Eine Mausefalle. Gut, kann man mit. Ich brauche übrigens geschickt. Wie geht es den Leuten im Rattelshof? Gut, wahrscheinlich kann nur der die sprechen. Bitte holt uns hier raus. Geht es euch gut? Noch haben uns die Goblins nichts getan. Ich hoffe, das bleibt auch so. Keine Angst, wir holen euch bald. Wir haben euch bald befreit. Bitte holt uns hier raus. Du bringst Schweine, großes Jäger dich segnen. Komm wieder, bald. Du bringst Schweine. Interessante Idee. Kann ich auch mal bei mir in meine Rollenspielgruppe einfließen lassen. Goblins, die einfach da sind und sagen: Du bringst Schweine. Du bringst Schweine und wir verschwinden mit ganzem Stamm. So, also den Weg haben wir ja genommen. Aber wir kommen natürlich nicht den Weg direkt runter. Wir müssen hier hinten rumlatschen, was ziemlich lästig ist. Das heißt, wir kommen hier an den an der stinkenden Höhle vorbei, wo Ritter Parzolan steht mit seinem Schwert. Und sich natürlich von uns beklauen ließ. So. Jetzt muss ich unbedingt dieses Kraut da nehmen, weil das nervt mich, dass ich das nicht einsammeln konnte von unten. Ich mach das schon. Komm, einmal Bämmerblatt. Gut, wunderbar. Und wir gehen zum Bauern.
Kommen wir schon wieder nicht zum Prenzhain, ne? Jetzt müssen wir uns schon wieder mit diesen Bauern rumschlagen hier. Ich kann nur hoffen, dass die Wölfe jetzt auch weg sind, ne? Ich habe nämlich auch keine Lust, mich mit Wölfen rumzuschlagen jetzt hier. So. Hier speichern und reden mit dem Bauern. Mal gucken, was der Bauer jetzt sagen wird. Und hier sind 3 Schweine, genau. Und? Gibt es Neues zu berichten? Oh ja, wegen der vermissten Bauern. Ja, habt ihr sie gefunden? Geht es ihnen gut? Einige Goblins haben sich in der Schlucht niedergelassen und eure Leute gefangen genommen. Sie wären bereit, sie geben Tausch gegen 3 Schweine freizulassen. Goblins, sagt ihr, das hat ja gerade noch gefehlt. Wenigstens leben meine Leute noch. Meint ihr nicht, es wäre möglich, meine Leute mit Gewalt zu befreien? Ich wollte Verhandlungswillen nicht mit Blutvergießen bestrafen. Diese Region hat schon genug Tod gesehen, findet ihr nicht? Aber beim Kampf könnten auch die Bauern in Gefahr geraten. Hm, das will ich natürlich auch nicht. Allerdings stellt der Verlust von weiteren 3 Schweinen in meiner Lage ein schmerzliches Opfer dar. Das muss ich irgendwie ausgleichen. Seid euch im Klaren, dass dies eure Belohnung um 15 Dukaten schmälern würde. Dann könntet ihr die 3 Schweine haben. Einverstanden? Stellt euren Besitz vor das Wohl der Bauern und wollt mich dafür die Zeche zahlen? Ihr habt recht, es war zwar ein paar Monate dauern, bis ich den Verlust wieder erwirtschaftet habe, doch immerhin geht es um das Leben meiner Leute. Bei dem Schaden, den die Bestie angerichtet hat, kommt es auf die 3 Viecher wohl auch nicht mehr an. Nehmt die Schweine gleich hinter mir, passt aber auf sie, auf, dass sie immer in eurer Nähe bleiben. Wenn sie erstmal ausgebüxt sind, ist es eine fürchterliche Plackerei, sie wieder zusammenzutreiben. Hoffen wir, dass die Goblins Wort halten und meine Leute auch wirklich freilassen. Ja, wenn nicht, dann... oh, da hinten laufen sie schon. Ja, wenn nicht, dann... werden wir uns um die Goblins kümmern. Die Goblins laufen schon... die Schweine laufen schon von ganz alleine zu den... Das in der Mitte erinnert mich irgendwie an Vorgrim. Vor allem diese kurzen, stoppeligen Borsten. Oh. Jetzt wird angegriffen. Oh. Hier, die Schwarzen, die haben es mir angetan. Da fällt mir auf. Du kannst das fette Schwert wieder einsetzen. Für Ardo. Stirb. Jawohl, 2 Schläge, weg ist er. Und die nächsten sind weg. Jawohl. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich helfe. Ah, die haben sogar Lederbänder dabei. Das war mir irgendwie klar, dass natürlich jetzt Wölfe kommen und die Schweine versuchen anzugreifen. Also Schweinchen, auf geht's. Du, du.
Und du auch. Also, auf geht's, Leute. Kommt. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Ach ja, ihr wollt zur, ihr wollt da hinten hin, wo die sind, ne? Zu der Höhle. Hä? Da ging's. Da ging es ja doch lang. Pff, die Schweine haben's schon. Ja, gerne. Und wir sind... Wir haben 10.000 Abenteuerpunkte erreicht und haben damit Stufe 12 erreicht. Jawohl, sehr schön. Jetzt reden wir noch mit ihr. Und hoffentlich lasst er die Schweine jetzt frei. Nicht die Schweine, ich meine die... Hoffentlich lasst er die... Die Schweine sind fröhliche ins Gitter gegangen, ne? Lasst die Schweine Bauern frei. Also, gucken wir doch mal. Das hat schon mal gut geklappt. Und nun, gute Frau. Ah, du seid zurück. Du Schweine mitgebracht. Ja, wir haben Schweine mitgebracht. Ja, Treschasula. Aber wirst du auch deinen Teil unserer Abmachung erfüllen? Malam Rektai recht gab. Du wirklich haben Überleben von Sippe gerettet. Andere Menschlinge jetzt sind frei. Wir sie gut behandelt. Mutter und Jäger dich segnen. Sehr gut. Dann kommt mal mit, Leute. Ihr habt uns befreit. Wie können wir euch das jemals danken? Ja. Geht es euch gut? Von uns ist niemand verletzt. Travia, sei Dank. Natürlich war es schrecklich, von diesen Kreaturen gefangen genommen zu werden. Aber sie haben uns nichts getan. Wenn ihr nichts mehr von uns braucht, werden wir zum Rattelshof zurückkehren. Ich könnte uns helfen, einen verschütteten Höhleneingang freizulegen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich. Bis denne.